Hallo Leute, ich mache heute eine Haarroutine, weil sich das so viele Zuschauer da draußen gewünscht haben. Und ich zeige euch die Produkte, die ich benutze, ein paar kleine Tipps. Also, ich benutze als Shampoo das Alverde Intensiv Aufbau-Repair-Shampoo. Intensiv-Aufbau-Shampoo. Da komme ich aber schon mit der ersten schlechten Nachricht. Das ist aus dem Sortiment genommen. Ich war voll traurig, als ich das gehört habe. Das heißt, ich muss mir jetzt auch ein neues Shampoo kaufen. Ich habe mir zwar dann direkt einen Vorrat angelegt, aber das ist schon mein letztes Fläschchen. Und ich werde aber, glaube ich, definitiv bei Alverde bleiben, weil ich auch sehr viele weitere Produkte davon habe, die ich euch jetzt gleich zeigen werde und ich damit sehr zufrieden bin. Als Spülung benutze ich die Alverde Repair Haarmaske mit Avocado und Shea Butter. Das ist nicht wirklich eine Spülung, sondern eigentlich eher eine Haarmaske, aber das ist einfach reichhaltiger und es hat eigentlich auch den gleichen Effekt wie eine Spülung und deswegen bin ich damit super zufrieden. Wenn die Haare dann ein bisschen strapaziert sind, zum Beispiel wenn ich im Meer gewesen bin und das Salz trocknet natürlich auch die Haare total aus, dann benutze ich noch zusätzlich eine Haarbutter und zwar ist die auch von Alverde. What a surprise! und zwar ist es die Repair Haarbutter mit Avocado und Shea Butter und das ist so eine Creme. Und wenn ich meine Haare gewaschen habe und die noch nass sind oder feucht sind, dann nehme ich mir einfach so ein bisschen was auf die Hände, verteile das schön und gehe dann einfach so durch die Haarlängen durch. Und wenn die Haare trocken sind, sind die dann auch schön weich und ja, haben ein schönes Gefühl und sind nicht so strubbelig unten. Die sind dann so schön glatt. Dann habe ich noch ein Produkt von Alverde und zwar ist es die Feuchtigkeits-Zwei-Phasen-Sprühkur. Die benutze ich meistens, wenn ich meine Haare kämmen will. So lange Haare, das ist natürlich, die sind ein bisschen widerspenstig, wenn man die durchbürsten will. Und deswegen benutze ich da immer das hier. Das mache ich meistens, bevor ich meine Haare wasche, sprühe ich die ganz viel damit ein, bürste meine Haare durch, damit ich keine Knoten mitwasche, weil das natürlich immer nicht so gut ist. Und dann lassen die sich super gut durchbürsten. Und sind dazu noch gepflegt. Man muss nur aufpassen, weil es eben eine Zwei-Phasen-Sprühkur ist, dass man die vorher gut schüttelt. Bürsten tue ich meine Haare dann mit dem Tangle-Teaser. Den kennen bestimmt einige von euch. Den gibt es im DM. Ist nicht ganz günstig. Kostet, glaube ich, um die 15 Euro. Ist es aber auf jeden Fall wert, weil damit ziehen die Haare lang nicht so arg. Also ich benutze eigentlich fast keine andere Bürste mehr. Weil es einfach viel angenehmer mit dem Tangle-Teaser ist. Wenn ich meine Haare dann doch mal ein bisschen zu arg beansprucht habe oder ich viel in der Sonne oder im Schwimmbad oder am Meer war und ich weiß, hey Lena, am nächsten Morgen hast du total viel Zeit, um mal deine Haare richtig auszuwaschen, dann mache ich am Abend vorher eine Kur und zwar benutze ich dafür Kokosöl. Das kriegt man eigentlich überall. Ihr solltet nur gucken, dass ihr vielleicht eins zum Essen nehmt, weil dann keine anderen Stoffe drin sind. Das hier ist jetzt total vielseitig einsetzbar, ist zum Essen, für die Hautpflege, ist auch super übrigens, um die Haut einzucremen oder halt für die Haare und dann nehme ich mir davon was in die Hände und verteile es wirklich entweder nur in den Haarlängen und Haarspitzen und mache mir dann Dutt über Nacht oder ich mache es wirklich in die ganzen Haare bis zum Ansatz hoch, ist natürlich nicht so hübsch, ne? Aber es hilft wirklich und am nächsten Morgen wirklich gut Haare waschen. Und danach haben die wieder, ja, da ist viel mehr Feuchtigkeit, die sind nicht mehr so spröde hier unten an den Spitzen. Und das kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man mal so wirklich spröde Haare hat, dass man wirklich mal so eine Kur richtig durchzieht. Wie ihr schon gesehen habt, sind meine Haare ja relativ glatt. Die sind jetzt nicht geklättet und gar nichts, aber falls ich doch mal Locken machen will oder die Klette, dann benutze ich natürlich einen Hitzeschutzspray. Und das hier ist von Got to Be, das Schutzengelspray. Und was ich an dem toll finde, ist, dass es bis jetzt das einzige ist, was ich finden konnte, was ohne Silikone ist. Also meine ganzen Produkte sind ohne Silikone, Alverde ist ja sowieso ohne Silikone. Und ich achte da sehr drauf, weil Silikone, also das Silikon legt sich um jedes einzelne Haar außenrum. Und die sehen zwar dann erstmal gesund aus, hängen aber erstens noch ein bisschen mehr.
weil die Haare dadurch natürlich schwerer werden, wenn da was außenrum ist. Und zweitens kann es auch sein, dass die Haare dann von innen abbrechen. Die Haare können innen total kaputt sein und das Silikon lässt sie wirklich nur schön aussehen. Gesund ist es aber nicht wirklich. Deswegen benutze ich kein Silikon und es ist auch in allen meinen Produkten nicht drin. Und ja, dann komme ich gleich zu meinem nächsten Punkt, Spliss. Der muss ab, wenn ihr Spliss habt, wirklich. Die Haare wachsen nicht, beziehungsweise der Spliss wandert hoch und die Haare brechen ab und dann seht ihr sie nicht wachsen, weil sie nämlich nicht länger werden, weil es unten immer wieder abkracht. Deswegen kann ich nur empfehlen, wenn ihr wirklich Spliss habt, wenn ihr seht, dass eure Haare unten kaputt sind, dann geht zum Friseur und schneidet sie euch ab oder schneidet euch die Spitzen selber. Das habe ich schon gemacht und da habe ich auch ein Video dazu und das verlinke ich euch unten in der Infobox. Das war meine Haarpflegeroutine und ich werde demnächst noch ein weiteres Video hochladen mit Tipps und Tricks rund um die Haare, wie ich meine Haare so lange gekriegt habe. Die waren nämlich vor, bei meinem letzten Friseurbesuch, mittlerweile gehen die bis hier runter, beim letzten Friseurbesuch waren die so und ich gehe eigentlich relativ oft zum Friseur, also immer wenn sie kaputt sind. Und ich war sogar im Urlaub am Meer und die sind immer noch nicht kaputt. Normal sind die nach dem Meerurlaub immer kaputt. Aber die sind nicht splissig und ich habe die gut gepflegt und ja. Dann freut euch auf mein nächstes Video. Wenn es raus ist, dann verlinke ich euch das natürlich hier unten noch in der Infobox, damit ihr euch die Tipps auch noch reinziehen könnt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!